Das ist der Hölzigal 4 am Buchsenberg, ein Geheimtipp für alle Feinschmecker. Wegen der Corona-Schutzvorschriften ist das Gasthaus jetzt aber zu klein, um es wirtschaftlich betreiben zu können. Das Team vom Hölzigenal 4 ist darum kurzerhand näher zum Al 4 gerückt. 9 Fahrminuten der Buchsenberg darauf. Dort die Gemeinde Buchs hat nämlich beim Buchsenberghaus Malbun einen neuen Pächter gesucht und darum ist Sandra Dobler jetzt bis Ende Oktober mit ihrem Team dort oben. Sie ist Retterin für all die Ausflügel, für die Wanderer, für die Velofahrer, für die, die Seele dort oben wollen, baumeln lassen, einen Kaffee trinken, etwas essen und dann vielleicht so gerne dort oben übernachten. Ein Aufatmen auch bei der Ortsgemeinde Buchs. Das Berghaus ist wieder offen und das pünktlich ab der Corona-Lockerung. Und Sandra, die ist gut drauf. Du nimmst es locker, hä? Man muss immer das Beste daraus machen. Und, es geht immer eine Tür zu und eine Tür auf und jetzt ist oben die Tür aufgegangen. Und wir nützen das und es ist fantastisch. Ein Sommer auf der Alp. Oh, ja. Und da muss man eindeutig sagen, Thun ist ja unglaublich gelaufen, hast unheimlich ein Fanpublikum gehabt. Könnt ihr jetzt halt auf? Trauen Sie den Weg da auf? Also, meine Gäste nehmen den Weg sehr gerne auf sich und es ist wunderschön, wie sie uns unterstützen. Wir haben auch schon letzte Woche wahnsinnig viele von ihnen begrüßen. Und es ist alles, es ist einfach der Wahnsinn. Also, es wird voll unterstützt, gut angenommen. Wir versuchen das Beste zu geben. Es ist natürlich ein Unterschied von so ganz klein und hämmerlich auf so riesig. Aber wir sind bemüht und ich merke auch heute ist schon wieder ein Tag mehr vergangen. Wir kommen immer mehr in den Rhythmus hinein und wir kriegen das in den Griff, dass da eine ganz lässige Zeit wird. Und du bist purli munter, gell? Einfach das für alle Leute, die denken, hat jetzt Sandra links ein Pulsgerät? Nein, das ist das Mikrofon, gell? Weil wir keine andere Möglichkeit haben, um das anzumachen. Du bist völlig aufgestellt, du bietest oben das Gleiche an, wie du unten angeboten hast. Richtig, muss dazu sagen, aber nur am Abend. Weil am Mittag muss es kurz und knapp und zackig gehen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Wir bleiben uns treu. Aber eben mit zwei unterschiedlichen Konzepten. Also wirklich den Tag durch, dass es fegt, dass die Leute wieder losziehen können. Am Abend, dass du höckeln kannst, dass du das alles geniessen kannst. Und das funktioniert gut. Und muss sagen, es fegt wirklich. 24. Juni, gell? Die Terrasse ist voll am Mittag. Also man muss, wenn man sicher will sein, also eigentlich reservieren. Das ist sicher besser. Und wie steht denn das? Übernimmst du das einfach das Restaurant und hast jetzt irgendwie auch uns da geredet, dass wir da raufkommen können und ein Schnäppchen essen und ein Schnäppchen trinken? Oder kann man auch noch übernachten bei dir? Man kann auch übernachten bei mir. Also, da habe ich auch schon ganz lustige Geschichten in den letzten Tagen erlebt. Aber das Hotel ist offen, wir sind da und wenn wir da sind, sind wir da. Du hast einen riesen Stress, Sandra, natürlich, aber meinst du, hättest ganz kurz Zeit mit mir, um in ein Zimmer raufzugehen? Einfach damit wir noch mal sehen, wie die jemanden aussehen. Ja, sicher. Müssen wir aber zusammen den Schlüssel holen. Dann gehen wir. Ja, gehen wir. Und schon läuft sie. Oh, ich muss passieren. Siehst du? Jetzt. Alles neu. Alles neu. Aber du schaffst das. Wir arbeiten alle zusammen, ja. Wir haben ein wunderschönes Zimmer hier oben. Schön modern, gleich auch ein bisschen mit Holz. Natürlich die eine mit einer sensationellen Aussicht. Also wenn ihr mal verhockt, Leute, dann nachher kann man sehr gerne da bleiben. Man fühlt sich wie in der Ferien. Und wenn man noch ein bisschen kneipen will, dann kann man im warmen Kuhfladen stehen und durchs nasse Gras springen morgen früh. Da würde ich dir zutrauen, machen. Da gehst du schon mit. Also, ja. Also, du Sandra, du hast es fast leiden, aber du dir auch von Wurst stehen. Kannst du bleiben? Aber du selber? Ah, ich. Du, ich komme ja morgen wieder. Alles Aha. Gut. Okay. Erzähl mir vielleicht all denen noch ganz kurz, so ein bisschen, was sind denn so deine Highlights, also du kochst, wo die Leute immer so Fan sind? Also ich koche nicht selber, für das habe ich den Erik. Er kocht sensationell gut. Ich komme einmal noch ein bisschen reinschnören, wie ich es dann noch gerne hätte. Highlight ist sicher, wir haben Rindsfilet auf dem heißen Stein vom Rindli von der Region mit einer dicken Fritte und zwei Sösele. Also da brauchen wir wie verrückt. Das ist Und eben wie gesagt, alle sind glücklich. Bis im Oktober bist du hier, bis Ende Oktober. Und nachher, ja, sieht man dann. Nein, dann schauen wir, wie es weitergeht. Du wirst auch jetzt immer weiter. Du bist der Hölzig. Nein. Dann habe ich dann langsam Weltli überall. Oh, dann wäre es aber wirklich schade. Ja, gell, dann wäre schade. Ja, okay, dann lassen wir dich wieder, filmen dann dies und jenes dazu und zeigen dir ein bisschen die Schönheit hier. Das ist super von dir. Lässig, dass du da bist.